willkommen auf meinem Kanal. Ihr seid hier bei Sabrina Mütze und ihr dürft mich Mütze nennen. Ich wurde getaggt und zwar zum Geheimnis der Elixiere von Andrea Wintermädchen. Viele Grüße gehen raus. Ich finde diesen Tag ganz besonders toll, denn er hat nicht nur mit Büchern zu tun, sondern ist auch ein bisschen geheimnisvoll, denn es geht hier um Tränke der Alchemie, die unsere Bücher verzaubern sollen. Und ja, wie der funktioniert, werde ich euch gleich erklären. Die Idee zu diesem Tag kam Andrea Wintermädchen beim Lesen der Alchemistensaga von Sam Feuerbach. Und ich freue mich jetzt richtig drauf. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich glaube, ich mache das ohne Hut. Es ist viel zu warm, Leute. Wir machen das ohne. Dann beginnen wir mit dem ersten Elixier. Und zwar ist das Elixier der Perspektive. Dieses Elixier hat die Fähigkeit, die Perspektive in einem Buch zu ändern, sodass du die Geschichte aus der Sicht eines anderen Charakters erleben kannst. Von welchem Charakter würdest du gerne die Perspektive einnehmen? Ja, also ich habe da sofort an meine geniale Freundin gedacht, aber blöderweise hat Andrea Wintermädchen dieses Buch schon genommen und deswegen dachte ich mir, nehme ich ein anderes. Und zwar der Salzpfad von Rayna Wynn. Mir hat ja dieses Buch damals total gut gefallen. Hier geht es um Rayna Wynn, die ihre eigene Geschichte erzählt. 2012 hat sie ihre komplette Existenz verloren. Zusammen mit ihrem Mann hatten sie einen Geschäftspartner. Und ja, da ist einiges schiefgelaufen. In einem Gerichtsverfahren hat sie nicht nur ihr Geschäft verloren, sondern auch Haus und Hof und damit auch alle ihre Einnahmenquellen. Der Mann dazu schwer krank. Er hat kortikobasale Degeneration, eine unheilbare Krankheit, die dazu führt, dass man irgendwann sich nicht mehr bewegen kann, nicht mehr sprechen. Es funktioniert immer weniger. Und ja, die beiden waren vor einem riesen Scherbenhaufen gestanden und haben deswegen gesagt, sie gehen jetzt den Salzpfad. Das ist ein Küstenweg, der Southwest Coast Path und der geht von Wales nach Cornwall und ja, mit allem haben Gut, das sie noch besessen hatten und nicht zu Geld gemacht hatten, haben sie sich mit zwei Rucksäcken und einem Zelt auf den Weg gemacht und ich fand diese Reise super, super spannend. Rayna Wynn erzählt das alles aus ihrer Perspektive und ich hätte das so gerne die Perspektive von ihrem Mann Morth gehabt, der ja Schmerzen hatte, dem das ja viel, viel schwerer noch gefallen ist, diesen Weg zu gehen. Und ich hätte das so unglaublich interessant gefunden, auch aus seiner Perspektive das zu sehen. Ich meine, die beiden sind ja verheiratet und ich hätte es einfach cool gefunden, wenn immer mal ein paar Passagen von ihm gewesen wären. Man hätte das ja kursiv oder mit einer anderen Farbe oder so kennzeichnen können. Und das hätte einfach dem Buch noch ein bisschen mehr Tiefgang und noch ein bisschen mehr, ja, Lebensfülle gegeben. Aber an sich kann ich das Buch sehr empfehlen. Das ist ihr Erstlingswerk und es ist ganz toll, wie sie die Natur und eben diesen Weg und diese Reise beschreibt. Und ja, ich kann das Buch trotzdem empfehlen. Es gibt mittlerweile 3 von ihr. Ich habe noch den zweiten Teil quasi, also ihr zweites Buch gelesen, fand ich nicht ganz so überzeugend. Bin mal gespannt, ob ich noch zum dritten Band greife, aber ich denke, dass das einfach ja, das Highlight bleiben wird. Das zweite Elixier ist das Elixier des Chamäleons. Dieses magische Elixier hat die Fähigkeit, das Genre eines Buchs zu ändern. Es kann eine Dystopie in eine Komödie
oder einen historischen Roman in eine futuristische Science-Fiction-Geschichte verwandeln. Welches Buch würdest du gern in einem völlig anderen Genre erleben? Ich habe mir gedacht, hier auf YouTube werden sehr, sehr selten Theaterstücke besprochen. Und ich würde es interessant finden, ein Theaterstück, das jetzt 60, 70 Jahre ungefähr alt ist, mal als einen modernen Kriminalroman zu sehen. Und zwar von Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Mir hat dieses Buch beim Lesen total gut gefallen. Ich habe es auch schon das zweite Mal gelesen, also dieses Theaterstück. Es ist ja eine tragische Komödie. Und es geht darum, dass eine Dame, die mittlerweile Milliardärin ist, zurück in das Dorf Güllen kommt. Dort hat sie als junges Mädchen gelebt und als sie mit 17 vom 19-jährigen Alfred schwanger wird, ich glaube es war Alfred der Dritte, sagt er, er ist nicht der Vater und in einem Gerichtsverfahren erkauft er sich Zeugen und wird somit freigesprochen. Und sie verliert dadurch nicht nur ihre Heimat, weil sie das Dorf verlassen muss, sondern auch wahrscheinlich im Zuge dieser ganzen Action, das Aufwühlende, was sie dort erlebt, auch ihr Kind. Sie verliert jeglichen Halt, wird dann zur Prostituierten und sie lernt dann einen reichen Ölscheich kennen, den sie heiratet und kehrt somit viele, viele Jahre später zurück nach Göln als Milliardärin. Sie kehrt aber nicht nur einfach zurück. Sie hat das in langer Hand geplant, dieses Dorf zu ruinieren. Und jetzt sagt sie, okay, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lebt weiter so und euch geht es sehr schlecht, ihr habt keine Arbeit, es gibt kein Geld, alle Fabriken sind weggezogen. Oder aber ihr bringt Alfred um und ihr bekommt richtig ordentlich Kohle von mir. Erstmal natürlich ein Schock für alle und man merkt aber schnell, dass die Leute ziemlich geldgierig sind und dass ihnen das Leben eines Menschen eigentlich gar nicht so viel bedeutet wie ihre eigene Existenz. Und dieses Theaterstück ist ja ein Gedankenexperiment quasi der 50er, 60er Jahre. Und es ist ja auch als Theaterstück angesetzt, aber ich hätte das total gern als modernen Kriminalroman. Ich bin ja nicht so Fan eines Krimis, aber hier würde es einfach um die moralische Frage gehen. Man könnte in die Köpfe der Leute sehen, bei einem Theaterstück erfährt man ja nur die Dialoge und nicht das, was sie denken. Und das würde eben einen Roman bringen. Und da hätte ich sehr viel Spaß dran. Ich würde dieses Elixier definitiv für Dürrenmatt einsetzen. Kommen wir zum dritten Elixier. Elixier der Zukunft. Mit diesem Elixier kannst du in die Zukunft eines Buches schauen und sehen, was mit den Charakteren passiert, nachdem die Geschichte endet. Vielleicht fragst du dich, was aus deinen Charakteren geworden ist, nachdem du das Buch beendet hast. Welche literarische Zukunft würdest du gerne erkunden? Ihr wisst ja, ich habe ein Herz für Kinder- und Jugendbücher. Und da gibt es eine Autorin, sie ist die erste Literatur-Nobelpreisträgerin überhaupt, die mich einfach mit ihrem Buch verzaubert hat. Und in dieser Geschichte ich immer wieder gedanklich verweile. Und ich habe dieses Buch schon als Kind gelesen und auch die Serie dazu gesehen. Ich spreche von Selma Lagerlöfs Nils Holgersson. Ich glaube, dass ganz viele diese Geschichte dieses wunderbaren Romans kennen. Der kleine Nils Holgersson, ist ein ziemliches Schlitzohr und eigentlich nicht nur ein Schlitzohr, sondern er quält die Tiere auf seinem Hof. Und als er eines Tages einen kleinen, ich glaube Kobold war es, ärgert, wird er verzaubert und ist nur noch so groß wie ein Däumling oder ein kleiner Zwerg, eben sehr klein. Und auf einmal kann er mit den Tieren sprechen. Es beginnt eine wunderbare Reise auf den Rücken von Martin, einer Hausgans, die zusammen mit den Wildgänsen in den Norden fliegen.
über ganz Schweden und es ist eine wunderbare Reise. Man erfährt viel über die Flora und Fauna von Schweden, über die verschiedenen Eigenheiten der Bewohner, aber auch eine ganz besondere Sichtweise in die Natur. Das Buch endet damit, dass Nils zurück ist und auch die Hausgans Martin und er wird wieder zum kleinen Jungen. Und dann endet die Geschichte. Und ich habe mich schon oft gefragt, wenn jemand eine so tolle Reise gemacht hat und selbst mit den Tieren sprechen dürfte, dann müsste er doch danach eine ganz andere Einstellung zu seiner Umwelt haben. Und mich hat schon immer interessiert, wie würde wohl ein Mensch werden, der so eine Erfahrung gemacht hat? Ich würde unglaublich gern einen zweiten Teil lesen und ja, erfahren, wie es Nils Holgersson als Erwachsener ergangen ist. Und was davon übrig geblieben ist von dieser unglaublichen Reise. Nummer 4. Elixier des Lichtblicks. Dieses Elixier hat die Fähigkeit, jegliche Unklarheiten oder Fragen, die du während des Lesens eines Buches hattest, zu klären. Es könnte ein ungelöstes Rätsel sein, eine unklare Handlung erklären oder eine verwirrende Passage klären. Welches literarische Rätsel oder welche Unklarheit möchtest du gerne aufklären? Bei dieser Frage wusste ich sofort, welches Buch ich nehme. Ich hatte beim Lesen so viele Fragen. Ich hatte nach dem Lesen definitiv mehr Fragen als vorher. Es ist eine Dystopie und eine japanische Autorin. Mal wieder ein Buch aus der Büchergilde. Ich spreche von Yoko Ogawas Die Insel der verlorenen Erinnerungen mit gelbem Buchschnitt. Und ja, es geht um eine namenlose Insel. Auf dieser Insel leben Menschen, die immer mehr vergessen. Also es werden Dinge vergessen, es werden Gerüche vergessen, es werden sogar Jahreszeiten vergessen. Alles kann vergessen werden. Natürlich auch Literatur. Und es gibt die Erinnerungspolizei und die sorgen dafür, dass die Leute eben vergessen oder die Leute, die sich noch erinnern können, vergessen werden. Sagen wir es so. Irgendwie konnte ich schwer damit leben, dass hier nichts aufgeklärt wird. Man weiß nicht, warum man vergessen soll oder wie das überhaupt funktioniert mit dem Vergessen oder wer ist diese Erinnerungspolizei oder wo ist diese namenlose Insel und passiert das nur auf der Insel oder auch überall sonst. Also irgendwann werde ich dieses Buch nochmal lesen, aber wie gesagt, es hat mir so viele Fragen aufgeworfen, dass ich bis heute hin und her gerissen bin, ob ich dieses Buch besonders gut fand, weil es mich noch bis heute beschäftigt, oder aber ob ich dieses Buch besonders schlecht fand, weil es mich eben in absoluter Dunkelheit gelassen hat. Fünftes Elixier, die Rückblende. Dieses Elixier ermöglicht es dir, in die Vergangenheit eines Charakters einzutauchen, die im Buch nicht detailliert beschrieben wurde. Du kannst so mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren und ein tiefes Verständnis für ihre Motivation und Handlung erlangen. Über welchen Charakter würdest du gerne mehr Hintergrundinformationen erfahren? Tatsächlich habe ich mir mit diesem Elixier am schwersten getan. Ich hatte ganz viele Ideen, aber irgendwie hat nichts so richtig gepasst. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das ein bisschen abzuwandeln und einfach eins meiner Lieblingsbücher zu nehmen. Und zwar spreche ich von dem großen Gatsby. Ich hoffe, ihr habt noch nicht genug davon, dass ich über dieses Buch rede, aber ich liebe es einfach. Und ja, ich habe ja vor kurzem von Fritz Gerald den seltsamen Fall des Benjamin Button gelesen, war ein bisschen enttäuscht, aber ich werde auf jeden Fall noch mehr von ihm lesen und ich brauchte eure Tipps, also sagt mal, was ich noch von ihm lesen soll. Was ist noch so gut wie der Gatsby? Ich finde auch, dass dieses Buch super in dieses Video passt. Allein schon von der Aufmachung und natürlich auch in den Herbst. Kurze Inhaltsangabe. Der große Gatsby ist jemand, der richtig reich ist
und mit den schönen und berühmten Partys ohne Ende feiert. Dieses Buch spielt 1922 auf Long Island. Während der Prohibition, quasi diese Roaring Twenties, kommen hier richtig, richtig gut durch. Es sind nicht nur Partys, es sind rauschende Feste, riesig groß mit Hunderten von Leuten, mit verschiedenen Künstlern, Musikern, alles, was das Herz begehrt und natürlich auch mit Alkohol. Nebenan zieht Nick Carraway, der ein eher bescheidener Mann ist, zurückgezogen lebt und gerade eine Ausbildung zum Börsenmakler macht. In diesem Buch steckt ganz, ganz viel Sehnsucht vom großen Gatsby nach Daisy. Das ist sein kompletter Antrieb, das ist sein ganzer Lebensinhalt, wieder zu Daisy zu finden, seiner Jugendliebe. In diesem Buch passieren ganz, ganz viele Nebenstränge noch. Es wird aber nicht verwirrend, es sind nicht 1000 Charaktere. Aber dieses Buch blättert und blättert sich mit Stück für Stück auf. Es zeigt so, wie Seelen so ganz unterschiedlich mit Ereignissen umgehen und die vollen Abgründe der Menschheit, aber auch eine ganz große Gesellschaftskritik an diese 20er Jahre. Da das ja das Elixier der Rückblende ist, habe ich mir gedacht, es ist nicht so unbedingt Nick Carraway, den wir folgen, von dem ich die Vergangenheit wissen möchte. Eigentlich auch nicht unbedingt Daisy und auch nicht den Gatsby. Aber was ich richtig großartig finden würde, wäre ein Rückblick auf diese ganzen Partys. Auf diesen Partys zu sein, was passiert da? Da kommen große Politiker, die vielleicht unter der Hand Geschäfte machen. Große Künstler, die vielleicht inspiriert werden von den Partys von anderen Künstlern, von tollen Frauen. Und ich glaube, es würde mir richtig gefallen, auf diesen rauschenden Festen dabei zu sein. Elixier der Ewigkeit. Mit diesem Elixier erlangst du die Fähigkeit, ein Buch unendlich weiterzulesen. Die Geschichte endet nie, sie wird immer fortgesetzt und du kannst die Charaktere und die Welt, die du liebst, immer weiter erkunden. Welches Buch würdest du gerne unendlich weiterlesen? Bei unendlich weiterlesen habe ich natürlich sofort die Assoziation mit einem Buch gehabt und das passt einfach so gut zu diesem Elixier. Ich spreche von Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Ich liebe dieses Buch. Ich habe auch dieses Buch schon mehrfach gelesen und natürlich auch alle Filme gesehen. Und ja, der Name ist hier ja auch Programm. Es geht hier um Bastian Balthasar Buchs, der in einem Antiquariat ein altes Buch, nämlich Die unendliche Geschichte, findet. Er wird sofort in dieses Buch quasi hineingesogen. Er kann das Lesen nicht mehr aufhören. Und ja, er folgt einem Jungen in dem Buch, der Andrew heißt. Er ist auf der Suche nach einem Menschenkind, der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben kann. Wird er dieses Menschenkind nicht finden, wird die unendliche Geschichte und die Welt von dem großen Ganzen nichts geschluckt. Und als Kind fand ich das schon so faszinierend. Was gibt es Gruseligeres als das Nichts? Das einfach aufhören zu existieren, dass alles existiert, dass alles, was war, nicht mehr ist. Und ja, diese Geschichte handelt eben von Bastian, der mit jedem weiteren Kapitel weiter in dieses Buch hineingesogen wird und die Grenzen zwischen Realität und Buch, quasi Fiktion, immer weiter miteinander verschwimmen. Dieser Roman spielt im Reich der grenzenlosen Fantasie. Das bedeutet, dass jeder, der in dieses Reich hineinkommt, also das Buch liest, unweigerlich auch in dieses Buch hineingesogen wird auf diese Reise
und ja, so ein bisschen quasi selber mitbestimmen kann, wie dieses Buch ausgeht, ob eben die kindliche Kaiserin überlebt und ob vor allem Phantasien überlebt. Als Kind habe ich mir schon oft gefragt, was wäre, wenn jemand anderes in dieses Buch gekommen wäre? Was wäre, wenn das Buch anders ausgegangen wäre? Was wäre, wenn Andreo nicht die uralte Morla kennengelernt hätte, den Steinbeißer, und am Schluss Bastian natürlich selbst in dem Buch war? Dieses Buch könnte man quasi unendlich fortsetzen, indem einfach immer wieder andere diese unendliche Geschichte finden und dieses Buch würde immer wieder anders ausgehen. Und ja, diese Welt hat mich als Kind fasziniert und ich würde sie gerne noch mit anderen Charakteren weiter erkunden. Siebtes Elixier, das des Austauschs. Dieses einzigartige Elixier gibt dir die Möglichkeit, die literarische Landschaft eines Buches zu verändern, indem du den Autoren austauschst. Vielleicht hat dich eine bestimmte Geschichte aufgrund des Schreibstils oder der Erzählperspektive des Autors nicht ganz überzeugt. Welches Buch würdest du gerne von einem anderen Autoren geschrieben sehen? Wenn ihr meine Lesemonate verfolgt, dann habt ihr gesehen, dass ich vor kurzem Die Mauer von John Lanchester gelesen habe und von dem Buch leider gar nicht überzeugt war. Die Geschichte, die Grundidee fand ich richtig großartig. Und zwar ist das hier ebenfalls eine Dystopie. Und es geht darum, dass hier England eine große Mauer um sich gebaut hat, quasi an der Küste. Und ja, diese Welt von Wasser überzogen wird und es kaum noch Land gibt, auf dem man leben kann. Dieses Buch wird aus einer Perspektive eines Wächters, der auf der Mauer steht, erzählt. Also grundsätzlich finde ich es schon interessant, wie man als Wächter auf so einer Mauer steht und welche Gedanken einem da durch den Kopf gehen, beziehungsweise was eben auch für eine Gesellschaft da dahinter steht. Was muss mit einer Gesellschaft passieren, dass sie eine Mauer zieht, darauf junge Männer und Frauen stellt und ihnen androht, wenn sie nicht schaffen, die Mauer zu bewachen, selber ausgesetzt werden, des Landes verwiesen werden, mit einem Boot und ja, schauen müssen, wie sie außerhalb des eigenen Landes auf hoher See klarkommen. Und dieses Buch hat mir einfach zu wenig Einsicht gegeben. Ich fand, es hatte zu wenig Tiefgang, zu wenig Fantasie, zu wenig Beschreibung des der Mauer, des Staates, der Welt, die dann gerade existiert. Und ich habe mir gedacht, dass ich das gerne von einem meiner Lieblingsautoren beschrieben haben möchte, der sich mit Dystopien sehr, sehr gut auskennt, der auch immer ein Faible für technische Details hatte und der Charakter sehr gut erzählen konnte. Und da spreche ich von Jules Verne. Ich habe jetzt diese tolle Ausgabe von 20.000 Meilen unter dem Meer vom ersten und den zweiten Band. Und hier auch noch in einer tollen illustrierten Ausgabe. Und ich glaube einfach, wenn Jules Verne die Mauer geschrieben hätte, dann hätten wir nicht nur unglaublich tolle Charaktere bekommen, sondern auch eine detaillierte Ausarbeitung der Zukunft, der Mauer, der Gesellschaft und auch eventuell technischen Errungenschaften, weil wir sind hier doch ein ganzes Stück in der Zukunft und scheinbar hat sich technisch nichts mehr getan. Ja, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und deswegen hätte ich dieses Buch gerne nochmal von diesen Autoren geschrieben bekommen. Das waren auch schon die sieben Elixiere. Zum Schluss darf man natürlich noch jemanden taggen. Das Wissen über die Macht der Elixiere darf nicht verloren gehen. Erzähle deinen Freunden davon. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, mit anderen YouTuber zu nominieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie denn überhaupt getaggt werden wollen. Aber ich habe zwei YouTuber, von denen ich glaube, dass sie das Thema super cool umsetzen würden. Und deswegen möchte ich einmal den Aaron vom Kanal Bücherjäger nominieren und Claudia von Book Butterflies.
Die beiden schaue ich unglaublich gerne und ich glaube, sie hätten richtig Spaß an diesem Tag. Wir sind jetzt schon am Ende. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.